Baby lift. Stop! Baby weiß, was sie tut. Seit mehr als 40 Jahren gehorcht sie aufs Wort. Eine erfahrene Elefantendame. Im Zirkus eine der letzten ihrer Art. Die Familie Errani lebt seit 3 Generationen hautnah mit ihren Elefanten. Er ist ihr Chef, Ricardo, das Familienoberhaupt. Wenn er zu den Elefanten kuscheln kommt, fangen sie an zu schnurren. Baby war unsere erste. Als mein Vater sie gekauft hat, war ich ein kleiner Junge. Mit ihr spreche ich. Wir unterhalten uns richtig gut. Sie antwortet mir. Die anderen beiden sind mir gleich lieb. Sie sind wie meine Kinder. Sohn Elvis ist für die Pediküre zuständig. Gut gepflegte Füße sind extrem wichtig. Zirkuselefanten stehen unter ständiger Beobachtung von Veterinären und Tierschützern. Aber Elvis hat alles im Griff. Kommt drauf an, wenn die Nägel zu lang werden, feilen wir. Wir haben keine Regel. Ich gucke alle 2 oder 3 Tage danach. Mama Gwendolina, wie Ricardo aus altem italienischen Zirkusadel, ist das Herz der Familie. 2-mal täglich kocht sie Pasta. 2-mal tritt sie mit den Elefanten auf. Gwendolina schwört auf das Zirkusleben. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich hoffe, dass es noch möglichst lange so weitergeht. Das Leben im Zirkus ist einfach viel zu schön. È troppo bella la vita del circo. È troppo bene. Gwendolina kocht mit Sicht auf Elefanten. Immer. Ständiger, direkter Blickkontakt ist extrem wichtig. Elefanten machen sonst gerne Unsinn. Doch wenn Gwendolinas fantastische Küche lockt, macht Ricardo ganz schnell Pause. Mit am Tisch die 2 erwachsenen Kinder mit ihrem Partner. Wer hier einheiratet, gehört mit Haut und Haar dazu. Elvis Freundin, Ballettmädchen Vera, findet sich auf dem Elefanten wieder. Und Marco verzichtet für die Familie derzeit auf seine eigene Nummer. Familiensache auch das Training. Für eine noch nie dagewesene Nummer. Elefanten sind sehr intelligent und lernen gerne. Aber der Tierschutz verbietet inzwischen Handel und Zucht. Wenn diese 3 Elefanten einmal nicht mehr sind, ist Schluss. Finito. Es ist Schluss mit Elefanten. Der Handel ist beendet. Es wäre so schön, noch mal Elefanten zu bekommen, aber da ist nichts zu machen. Baby, Mala und Jumba. Warm-up vor der Show. Letzte Gelegenheit zur mentalen Einstimmung. Und Elvis kommt ins Träumen. Ich würde gerne mein Leben mit diesen 3 Elefanten verbringen, mit genau diesen 3. Das geht leider nicht. Aber es ist mein ganz großer Traum. Eine Hoffnung auf 3 lange Elefantenleben. Die Show geht weiter. Jeden Nachmittag und jeden Abend, alle paar Tage an einem anderen Ort. Meine Damen und Herren, grüß Sie aus Italien, Elvis Errani!
Und morgen sehen Sie ein Paar, das auch nicht voneinander lassen kann. Spanischer Charme hängt an italienischem Temperament. Eine Ehe, in der es heiß hergeht.